Beginnt bitte damit, dass ihr auf eurem Schreibtisch seid. Dann öffnet ihr das Navigationsmenü und geht auf Mail Service. Dort geht ihr auf Einstellungen, damit ihr dem System mitteilen könnt, wie ihr extern erreicht werden könnt. Und geht auf Filterregeln. In diesen Filterregeln seht ihr, dass bei mir schon eine externe E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Wie komme ich zu dieser externen E-Mail-Adresse? Indem ich eine Weiterleitung einrichte. In dieser Weiterleitung trage ich meine externe E-Mail-Adresse ein, lasse die Haken so, wie sie hier stehen. Ich möchte natürlich lokal informiert werden, wenn ich eingeloggt bin. Und ich möchte auch, dass die Änderungen sofort aktiviert sind. Wie gesagt, hier steht meine externe E-Mail-Adresse im Normalfall. Gehe auf Änderung speichern. Dann steht die E-Mail-Adresse hier. Und das war's dann schon entsprechend. Damit habe ich dem System grundsätzlich mitgeteilt, wie das funktioniert.